Der Preis des Überlebens ist der Tod der Kinder. Idomeneus, der viele in den Tod hat gehen sehen, brüllt das Meer an, den Gott, den Sturm, die Wellen. Sind die letzten Augenblicke seines Lebens. Warum brüllt er? Warum schließt er nicht Frieden mit dem Schicksal? Wenn ich dem Untergang entkomme, wenn ich den Strand Kretas jemals wieder lebend erreiche, dann werde ich... Angst. Verpflichtungen, Regeln, Gesetze, Treue und Anstand, Rache und Strafe. Alles hat Gründe. Was für eine Zeit für die Väter, die Mütter, die Kinder. Hast du nicht selbst in Troja Kinder umgebracht? Na los! Bloß weil es dein eigenes Kind ist, diesmal brauchst du nicht zu zögern. Wer wüsste besser als du, wie tot es frei spricht? Wer opfert seinen Sohn? Welcher Gott kann das verlangen? Nicht den Sohn. Nicht den Sohn. Die Wellen rollen langsam an den Strand. Ich bin Idomeneus und ich hänge am Leben. Ich hänge am Leben.